Heute habe ich für euch die besten Items in Kingdom Come Deliverance. Wenn auch ihr zum Premium-Plattenträger werden wollt, dann bleibt auf jeden Fall dran. Falls euch gefällt, was ihr hier seht, dann honoriert das gerne mit einem Daumen nach oben. Dann weiß ich, ihr wollt mehr von dieser Art von Videos sehen. Ich möchte euch heute zeigen, was so die besten Items sind, die ihr überhaupt bekommen könnt. Aber das Ganze vor dem Hintergrund, dass ich mich hier nicht darauf verkrampfen will, dass ihr die uralten Schatzkarten lösen könnt und müsst. Deshalb werde ich mich natürlich vor allem auf Händler Items beschränken. Und das gleich vorab, die meisten der besten Items des Spiels kriegt ihr wirklich von den Händlern. Noch der Hinweis, bei eurer Stoffhose ist es relativ egal, was ihr habt, Hauptsache es ist eine enge, schicke Hose. Wir beginnen unseren Shopping-Trip in Rathai und zwar beim Waffenschmied, beim Rüstungsschmied und beim Jäger. Hier gibt es einige der besten Items, für ein paar andere müsst ihr dann später nach Sarsau. Aber alle Items, die jetzt folgen, wird es in Rathai geben. Deswegen achtet darauf, wenn ich ankündige, dass die anderen Items jetzt in Sarsau gefunden werden. Los geht's mit der wunderbaren edlen Kettenhaube. Die besticht mit einer Verteidigung von 12 gegen Stiche, schützt euch mit einem Wert von 15 gegen Schläge und hat eine Wuchsverteidigung von 9. Das Ganze gibt euch auch etwas Charisma und ist richtig laut. 100 Geräusche, deswegen achtet darauf, das Ding auszuziehen, wenn ihr mal Stealthy spielt. Gilt natürlich auch generell für die ganze Plattenrüstung. Das ist eine Kriegermontur und nichts für Stealth-Gameplay. Dieses Item gibt's natürlich beim Rüstungsschmied in Rathai. Weiter laufen wir dann mit den Kettenbeinlingen. Das sind die besten Beinschützer. Die gibt es auch für 1400 Groschen hier in Rathai. Natürlich können sie bei euch teurer oder günstiger sein. Das ist dann immer von euch abhängig. Eine Verteidigung gegen Stiche von 8, Verteidigung gegen Schläge von 10 und eine Verteidigung gegen Wucht von 17. Bringt also wirklich viel. Charisma 18 ist ganz okay und Geräusche 80. Ein teures Vergnügen, aber kann sich durchaus für euch lohnen. Als bestes Wams benutzen wir dann das verzierte Kriegswams. Da müsst ihr ein bisschen drauf achten, die haben teilweise auch unterschiedliche Werte. Wir haben hier eine Stichverteidigung von 4, Schlagverteidigung von 7 und eine Verteidigung gegen Wucht von 12. Auch ein sehr gutes Item und nicht allzu teuer. Als beste Brustplatte empfehle ich euch den Mailänder Kürass mit 19 Verteidigungen gegen Stiche, 19 Schlagverteidigung und 8 Wuchtverteidigung. Besser ist aber nochmal der Kürass von der uralten Karte 3. Das heißt, wenn ihr Vorbesteller seid, schaut euch auf jeden Fall nochmal mein Video zur dritten uralten Karte an. Da könnt ihr euch dann mit was noch Besserem ausstatten. Für alle anderen ist das hier der Way to go. Als nächstes haben wir die gefärbte Mailänder Brigantine. Das ist ein wirklich sehr gutes Item, was es auch beim Rüstungsschmied in Rathai zu kaufen gibt. 24 Stichverteidigung, 24 Schlagverteidigung und 10 Verteidigung gegen Wucht. Lohnt sich auf jeden Fall, Schlag dazu. Weiter geht's dann mit den Nürnberger Plattenbeinlingen. Die haben eine Verteidigung von 18 gegen Stiche und Schläge und eine Verteidigung von 7 gegen Wucht. Ein wirklich sehr mächtiges Item. Das bessere Item an der Stelle wären die Augsburger Plattenbeinlinge aus der uralten Karte 1. Dazu empfehle ich euch dann auch nochmal das Video zur uralten Karte Nummer 1, wenn ihr Vorbesteller seid. Als Helm empfehle ich euch die italienische Beckenhaube. 21 Stich- und Schlagverteidigung und 8 Wuchtverteidigung sind wirklich wuchtig. Auf jeden Fall gibt es dann noch den Warhorse-Helm, der ist auch nochmal besser. Dazu empfehle ich euch dann ebenfalls die Videoreihe zu den uralten Karten. So Leute, jetzt gehen wir zum Schneider in Rathai, also Location-Wechsel weg vom Rüstungsschmied hin zum Schneider. Und wir holen uns hier dieses wunderschöne Wams, was ich gar nicht erst wage auszusprechen. Wenn das einer von euch kann, dann teilt mir das bitte mit, wie das ausgesprochen wird, gerne in Lautschrift. Ist auf jeden Fall eine sehr solide Oberbekleidung mit den Werten 4, 7 und 11. Auf jeden Fall eine solide Wahl, was Besseres habe ich leider noch nicht gefunden. Das waren jetzt erstmal die besten Rüstungsteile des Spiels, die es in Rathai gibt. Die nächsten drei Rüstungsteile gibt es in Sarsau und die zeige ich euch jetzt. Wir fangen an mit den edlen Panzerhandschuhen, die ihr beim Sarsauer Rüstungsschmied kriegen könnt. Mit Resistenzen 12, 12, 5 sind das wirklich sehr, sehr gute Handschuhe, die ihren Namen zurecht tragen. Weiter geht's dann mit einem edlen Kettenhemd bzw. einem edlen langen Kettenhemd. Das könnt ihr euch dann selber aussuchen. Von der Kampfverteidigung her nehmen die sich nichts. Die sind wirklich sehr, sehr gut. Auch das erhaltet ihr, wie gesagt, in Sarsau. Das letzte, was wir jetzt in Sarsau kaufen, sind die Magdeburger Schulterplatten. Die sind auch extrem gut. 23, 23, 9. Richtig gute Stats. Schützt euch auf jeden Fall wunderbar.
Das Beste kommt zum Schluss. Wir starten uns natürlich noch mit den besten Waffen des Spiels aus. Und anfangen möchte ich natürlich mit dem besten Schwert des Spiels. Das ist meiner Meinung nach das Schwert des Heiligen Georg. Dazu habe ich auch ein separates Video. Das empfehle ich euch an der Stelle dann auch nochmal. Schaut da rein, da sage ich auch mehr zu der Waffe, warum die gut ist und wo ihr sie kriegt. Weiter geht's dann mit dem besten Streitkolben des Spiels und das ist der zeremonielle Streitkolben. Den gibt's beim Waffenschmied in Ratai und der hat einen Stichschaden, einen Schlagschaden von 3 und eine Wucht von 61. Also da ist ordentlich Bums hinter. Wenn ihr euren Gegnern am liebsten die Birne zerdeppert, dann nehmt auf jeden Fall diesen Streitkolben mit. Der lohnt sich. Als beste Streitaxt des Spiels lege ich euch die metallplattierte Streitaxt ans Herz. Auch die gibt's beim Rataier Waffenschmied in 2 verschiedenen Variationen. Vergleicht da einfach, welche für euch die bessere ist. Für mich ist das hier die untere, da die so ein bisschen flexibler von der Stat-Verteilung her ist. Auch eine sehr gute Waffe. Um uns ein bisschen Weg zu sparen, gehen wir jetzt direkt nach nebenan zum Rataier Rüstungsschmied. Dort besorgen wir uns den besten Schild des Spiels und zwar den Schild Speerruhe. Ein wirklich sehr solides Item mit einer Verteidigung von 150. Ich habe bislang auch noch nichts Besseres gefunden. Diesen Schild gibt es übrigens auch an dem besten Loot-Spot des Spiels. Schaut euch auch dazu vielleicht nochmal das Video Bester Loot-Spot in Kingdom Come Deliverance von mir an. Zu guter Letzt geht's dann ab zum Jäger in Ratai und der bietet uns den besten Bogen des Spiels. Das ist der Eibenlangbogen. Mit dem Eibenlangbogen komme ich auf einen Fernkampfschaden von 84. Der erfordert aber eine Minimumstärke von 15, eine Minimumagilität von 10 und hat eine Kraft von 77. Eine wirklich, wirklich sehr, sehr gute Waffe. Kann ich jedem ans Herz legen. Deckt euch damit ein. Ist auch nicht allzu teuer. Deswegen schlagt da ruhig mal zu. Für rund 400 bis 600 Groschen würde ich schätzen, je nachdem wie euer Ruf halt ist. Ausgestattet mit den Items macht es dann auf jeden Fall noch mehr Spaß, mit dem Hauptmann Bernhard zu trainieren und immer besser zu werden im Kämpfen in Kingdom Come Deliverance. Am PC wurde das Endgame ja schon genervt durch den Patch 1.3.0. Dadurch sind wir etwas schwächer, aber auf den Konsolen seid ihr ja derzeit noch wirklich richtig stark. Soweit ich das im Auge habe, ist der Patch da ja noch nicht draußen. Schreibt mir auf jeden Fall mal eure Erfahrungen mit den Items in die Kommentare. Darauf bin ich wirklich gespannt. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann im nächsten Video. Euer Fragnard.